Ja, hier noch einmal ein kurzes Ding noch einmal. Und zwar geht es noch einmal hier um Thorsten Albig. Thorsten Albig hatte ja mit seiner SPD in der Schleswig-Holstein-Wahl klar verloren. Und ja, der 53-Jährige zieht jetzt im Grunde daraus die Konsequenzen. Und nach der Wahl am 7. Mai und zieht sich aus allen Ämtern zurück und wird auch nicht mehr in der Landespolitik aktiv sein. Er wird noch so lange, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist, wird dann noch praktisch alles weitermachen und danach ist aber Schluss für ihn. Und zur Begründung heißt es in seiner Erklärung, er wolle einer weiteren substanzlosen, aber dennoch für mich und mein persönliches Umfeld eher verletzenden Unterstellung der Vermischung öffentlicher und privater Interessen den Boden entziehen. Ja, erstmal Thorsten Albig. Sie waren jetzt natürlich in ein ganz anderes Bundesland als der Ministerpräsident. Aber ich persönlich bin froh, dass es Sie gegeben hat als Ministerpräsident. Dass Sie als einziger Ministerpräsident in Deutschland gesagt haben, ich mache nicht mit bei diesen Massenabschiebungen. Und dafür sind Sie von Ihrer eigenen Partei sabotiert, diskreditiert worden und ins Lächerliche gezogen worden. Und schon am Tag nach der Wahl ist Ihr persönliches Umfeld als entscheidender Grund genannt worden, warum denn diese Wahl verloren worden ist. Wenn man solche Parteifreunde hat, dann muss man sich um Feinde keine Sorgen mehr machen. Sie sind einfach nur ein weiteres Opfer dieser Schröder-Bagage, dieser Agenda-Schurken, die alles tun, um an der Macht zu bleiben, ihre Pfründe zu wahren. Und alle Veränderungen, sei es noch so klein, die eine Rückkehr zur Sozialdemokratie bedeuten würden, werden absolut klein gemacht und absolut aufs Abstellgleis gepackt. Ich glaube, das große Problem hier werden die Wähler in Nordrhein-Westfalen tatsächlich, nicht in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein tatsächlich haben. Sie bekommen jetzt eine Regierung, die deutlich schlechter sein wird als ihre Regierung. Und ein Problem werden natürlich auch die Flüchtlinge in Schleswig-Holstein bekommen. Denn sie werden jetzt wieder abgeschoben werden in die ach so sicheren Gebiete von Syrien und Afghanistan, wo schon heute Menschen wieder sterben von Hand der Taliban. Oder wie unser Außenminister es meinte, sie sind zwar Opfer der Taliban, aber nicht Ziel. So kann man es auch schön aus sich drumherum reden, oder? Das wäre nämlich ein Unterschied. Thorsten Albig zieht sich zurück aus der Parteienlandschaft, aus der Politik. Das ist ein Verlust für die Politik. Ein großer Verlust. Auch für die SPD, aber ein Gewinn für die Parteispitze der SPD. Kurzfristig zumindest hat sie hier nochmal wieder ihre Macht gesichert, ihre Pfründe gesichert, ihre Posten gesichert, bis die SPD irgendwann implodiert.